Diversity würde ich fassen mit vielen anderen als Difference that doesn't make a difference. Aus welcher Position schauen wir jetzt da auf welche Fragestellung? Was noch entscheidend ist, dass man von einem universalen Wissensverständnis abrückt, in ein universales Wissensverständnis, das immer nur aus einer Subjektposition denkt oder eben nach Wissen strebt und Fragen stellt, nämlich von einer gesetzten weißen männlichen Subjektposition.